Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach Matchmap. Und mit dabei ist der Curtis, der Mike, der Sebastian, der Christian und meine Wenigkeit. Moin. Moin. Jo, ja, wir sind, sag ich mal, wir haben jetzt die Hälfte von der ersten Woche auf dem Server geschafft. Ja, es läuft so langsam, muss man sagen, also es läuft. Ja, was machen wir gerade so Schönes oder was haben wir gemacht? Ja, bisschen und so um die Produktion gekümmert. Wir haben die Obstfarm angeschmissen. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, das Silageziel, das ist unser erstes Ziel, haben wir gemacht. Das Silageziel, die erste goldene Kuh haben wir. Ja, und sonst, ja, mehrere Mitspieler. Wir haben neue Mitspieler bekommen. Einmal den Sebastian, einmal den Christian. Wir sind jetzt zu fünft sozusagen. Später bekommen wir noch einen, dann sind wir zu sechst auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ein Full House. Und ja, wir machen ein bisschen Forst. Wir haben eine Setzlingsmaschine noch geholt und so, dass wir ein bisschen aufforsten können. Und ja, ich werde jetzt ansehen gehen. Bisschen Gerste ansehen so ein bisschen und ja. Genau, ich wäre dann auch fertig auf Feld 1, könntest dann hochkommen. Ja. Jo. Ich wäre auch gleich beim Händler. Ja, sag's dann einfach Bescheid. Ja. Dann komme ich. Ja, Christian ist die Stümpfe entfernen, dass wir da gleich aufforsten können oder er aufforsten kann. Ja, Mike fährt Wasser hin und her so ein bisschen und holt neue Sachen vom Händler, sagen wir es mal so. Oder noch ein größeres Wasserfass. Ja, Curtis ist drüben am Grubbern noch, den werden wir gleich sehen. Und Sebastian ist am Ansehen mit der großen Sämaschine. Wenn du magst, kannst du zum Händler kommen. Ja gut, da vorne fährt Curtis. Oder mach du, ich geh runter. Ich kann auch runtergehen, mir scheißegal. Ich mach das schon. Ja. Oh, immer noch sein kleiner Case, ey. 19.000 bekommen wir. Zack. Kosten Saatgut, ach ja, die habe ich. Okay. Du wolltest das Universal Small in der mittleren Ausführung für 45.000. Jo, bitte. Sehr schön. Danke. Einmal noch zuweisen. Ja, wir haben einige Geräte, muss man jetzt sagen. Also das ist echt, boah, hochfest. So, die andere brauche ich nicht, die ist nur gemietet. Jo. Was unser Problem ist, denke ich halt so irgendwann mit der Zeit, die Schlepper. Da müssen wir halt noch irgendwann mal so ein bisschen drauf luren, dass wir irgendwie Schlepper noch ein paar größere kriegen oder so ein bisschen höher die PS-Zahl von dem Valtra und dem Fendt hochschrauben. Weil das sehe ich als kleines Problem irgendwann noch. Weil der 900er Fendt hat 165 PS und der Valtra hat 145 erst. Da müssen wir mal gucken. Wo hast du den Dolly geparkt? Beim Forst. Was geht weg? Keine Ahnung, was er hat. Ist auf jeden Fall Team Ost. ist am Händler. Ja, er steht auf dir, glaube ich. Hä? Wieso? Habe ich nicht gesehen. La 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 la. Ich bin aber am Fahren schon. Muss er kommen, wenn er was will. Genauso wie die Aktion gestern. Ist die nächste Rache für das Team. Normalerweise, das, was wir jetzt am Händler haben, diesen Bug, bräuchten wir mal später, so zwischendurch. So mitten auf der Brücke oder so genau vor so einem schönen Tor. Sag dir, was ich gestern gesagt habe. Ja. Dann killen sie dich, dann... Ja. Dann haben wir aber wirklich SRF als Währung. Joa.
3 Meter ist schon mickrig, muss ich sagen. Die kleine Seemaschine ist echt so ein kleines Hüpferchen. Aber gut, für das kleine Feld hier soll es das tun. So, ich marschiere jetzt ein bisschen im Forst und fäll noch ein bisschen. Jo. War noch mal ein, zwei Fässer Wasser spazieren. Jo. Es leckt. Holla, hallo, hallo. Gottchen, jetzt hab ich... Ja. Haben die irgendwas gekauft oder was? Ja, die stehen am Händler, zu zweit. Ja, könnt ihr mal auf der Karte gucken, was die kaufen. Das mal eine Amazonspritze, eine kleine. Ja, okay, die machen Flüssigdünger. Das, ja. Ja, eine kleine Amazonspritze. Wollen sie mal machen. 700er Pentvario, das ist deren, glaube ich. Ja. Das Einzige, was da steht, ist die kleine Spritze, ja. Oder wollen sie die verkaufen? Weil die ist ja standardmäßig von Anfang an eher dabei. Kann auch sein, dass sie die verkaufen, ja. Ja, und eine größere holen. Oh, ich stehe jetzt gerade auf dem Hof, bräuchte Diesel und wenn ich noch weiter ansehen soll, brauche ich auch noch Saatgut. Ja, warte, ich komme. Du fährst schon mal, da stehen doch irgendwo zwei so blaue Türme auf dem Hof. Neben dem Ballenlager, ungefähr da. Nein, ja, hab sie gesehen. Und da fährst du einfach mal davor, drückst Taste R und dann machen wir den Rest. Normalerweise müsste das fast funktionieren. Und was brauchst du noch? Sprit auch oder was? Sprit bräuchte ich auch. 134 Liter, da werde ich wohl nicht mehr weit mitkommen. Wäre das mal eine Überlegung, diesen kleinen Standard-Spritanhänger zu holen? Und auf den Hof zu stellen, einfach als mobile Tankstelle, dass wir nicht immer hin und her eiern müssen? Habe ich auch gerade im Kopf gehabt, ja. Da würde mir auch die Aktion noch einfallen, wo man damit auch noch starten könnte, dann aber die will ich jetzt nicht sagen. Eigentlich bin ich bei dir. Ja, aber das geht glaube ich nicht. Nee, funktioniert nicht. Da brauchen wir das Korte wieder dafür. Wegen Schlauch und so. So, ich fange an Saatgut zu kaufen. Jo. Sag's einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Jo. Jetzt ist der Weizen auch weg, den ich vorhin noch auf Feld 1 gesehen habe. Ja, das hat nachsynchronisiert. Bin fertig mit Saatgut kaufen. Bin fertig mit Saatgut kaufen. Jo. Junge, die 1001... Ah, Gottchen. Die 3500 Euro ziehe ich dir vom Lohn ab. den Dünger nehme ich nicht. Das muss von Team dagegen sein. Wo soll ich denn jetzt hin? Das muss Curtis dir sagen, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt... Du bist am Sehen, ne? Ja, ich stehe ja im Moment am Hof, ja. Warte ganz kurz. Das ist gut. Das ist, du bist der grüne Punkt. Dann fährst du Richtung, gegenüber von der 1 ist Feld 3. Also wie ihr Grasfeld 3. Ja. Da soll dann auch Gerste hin. Jo. Okay. Dann muss mir da nachher irgendwie nochmal einen Sprit hinbringen, irgendwann mal Gelegenheit. Machen wir. Also das mit dem Wasserfass klappt super, auch wenn es voll ist. Jo, sehr schön. Dann würde ich das gerne aber mit dem Spritanhänger noch machen, also. Ja. Weil dann hätten wir so eine mobile Tankstelle und wenn dann doch nachts jemand spielen möchte oder morgen Vormittag dann und der Sprit ist leer, dann können wir immer noch tanken. Ja. Weil wir haben,
Kannst du ihn gerne kaufen, dann fahre ich runter und hole den hoch. Ja. Weil wir haben das ja so oft an alle Zuschauer, wir haben das ja so auf dem Server, dass um 17.30 Uhr die Brücke aufgeht. Dann ist 8 Uhr im Spiel sozusagen und dann vormittags, also um 9 und 10 ist nachts hier und dann geht die Brücke auch, oder ist die Brücke ja eh zu und ja, deswegen. Und nachts spielen ja eh weniger, sag ich mal, auf dem Server und darum haben wir das auch vormittags gemacht. Vormittags gehen ja eher die meisten arbeiten, sag ich mal. Und ja. Was kostet der eigentlich? Der kleine Pupsi. 22. 8,5. Der Standard kleine FST 990 kostet 8,5. Ach der, ja, genau. Oder sagen wir, Quad würde halt 25 oder so kosten. Ja. Dann würde ich den kleinen holen. Normalerweise müsste der an der Tankstelle ja funktionieren. Ja, der kleine sollte reichen, ja. Gut, dann kaufe ich den mal so. Dann fahre ich runter und hole den um. Jo. Du kannst dann zur Dingens fahren noch. Zur Aral. Ja. Am Hafen da und dann. Christian, wenn du mit den Stunden denn durch bist, weil du warst jetzt sehr schnell, dann kannst du, wenn du magst, auch schon mal anfangen mit mir Bäume zu fällen und dann passt das. Gut, machen wir das. Supi. Ich bin mal 2-3 Minütchen. Jo. Junge, ich glaube, Sebastian ist vor mir noch mit seinem Feld fertig, bis ich mit meinen 3 Meter hier fertig bin. Kann er dir jetzt zum Helfen kommen? Ja, genau. Für das Minifeld 2 Traktoren. Aber ich wollte jetzt nichts viel ausgeben irgendwie. Also da hatte ich jetzt keinen Bock zu. Ja, das ist gut. Ja, aber sonst läuft es ja eigentlich, ne? Ich sehe zwar nicht viel, was bei uns abgeht so, weil mein GPS im Weg ist, aber gut. Können wir mal den Nachbarn spielen. Also was man sieht, die Nachbarn haben ein neues Feld gekauft. Das sieht man auf jeden Fall. Die haben Feld 12 gekauft. Ja. Und sonst sind sie einmal quer über der Welt umher. Einmal bei den Produktionen, einmal bei den Tieren oder beim Forst. Oder bei den Tieren, ja, Tiere oder Forst, keine Ahnung. Ja, und die anderen beiden kämpfen sich da irgendwo auf Feld 10 einen ab. Ja. Auch nicht wirklich spannend. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben in die Kommentare, zwecks Mods oder so, was ihr noch so sagen würdet, was man machen könnte oder welche Mods man mit reinnehmen könnte oder falls ihr irgendwie, ja wie soll ich sagen, irgendwie außer die Lexium Pack jetzt noch irgendwie einen schönen Drescher oder so kennt, der, sag ich mal, relativ preiswert ist, schreibt es auch gerne rein oder irgendeinen Schlepper, der preiswert ist, aber viel PS hat. Würde mir eigentlich jetzt, ja, 209 PS hätte ja vielleicht noch der John Deere vom Mod hat. Das ist auch das Einzige. Weil den John Deere, wo wir drinnen haben, der kostet ja 235.000 mit 350 PS. Den finde ich arg teuer. Ja, weil irgendwann brauchen wir was Größeres, ne? Ja, das muss auf jeden Fall. Den Fendt, klar, den können wir noch aufrüsten und den Valtra auch. Ich glaube, den Valtra können wir richtig noch hochjagen. Den können wir bis 225 PS oder so hochjagen. Ich weiß bloß nicht, was das kostet. Der Fendt ist arg teuer, wenn man den hochrüstet. Ich glaube, da kostet nur die Stufe auf 200 PS hoch schon 8.500 oder so.
Aber es wäre mal eine Investition wert, sage ich mal, irgendwie einen Schlepper aufzurüsten oder beide. Stimmt, ja. Also das wäre vielleicht mal irgendwie so eine Investition wert. Weil ich denke mal, mit 200 PS fährt der sich auch schon wieder eine kleine Idee besser. Und der Waldra auch. Muss man was gucken, was so kostet der eigentlich? Boah, okay. Mhm. 22.000 würden wir zahlen für den Wald drauf, die höchste Stufe. Und den Fend. Boah, okay. 27.500. Halb. 10.000 würde auf jeden Fall der Waldra kosten für die erste Stufe auf. Ja, 165 PS. Ich glaube, das machen wir nachher mal irgendwie. Ich glaube, ja, wie du schon sagst, ich glaube, die fahren dann auch einfach ruhiger, wenn die weggedacht haben. Ja. Und vor allen Dingen, wir kommen ein bisschen mehr aus dem Quark, wenn irgendwie ein Anhänger dahinter hängt. Weil wir haben ja große Anhänger, sage ich mal, also das ist ja das Thema. Wir haben ja den großen Krampe. Und wir müssen halt gucken, dass wir da auch ein bisschen aus dem Stich kommen. Klar, es ist schön, dass die Map eben ist, das ist, da muss man wirklich sagen, das ist Gott sei Dank so. Also da bin ich echt froh, nicht so wie auf Gamsing oder so, also da hätten wir echt Schwierigkeiten. Weil man, da kann man halt um mal leicht auch mal einfach, ja, mit 145 PS auch mal einen Dreiachser ziehen. Auch wenn es scheiße ausschaut, oder den Krampe einfach ziehen, auch wenn es eine Quälerei ist, aber es funktioniert noch irgendwie. Aber die Traktoren kannst du dann auch nur noch ins Ausland verkaufen. Weil mehr sind die dann auch nicht mehr wert. Kupplungsschaden, Motorschaden, Getriebeschaden. Ja, aber ich würde sagen, wir sind fertig für diese Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst gerne ein Abo da. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.